Königlicher Staatsbesuch in Frankreich. Der britische König Charles III. Und seine Frau Camilla fahren nach ihrer Landung auf dem Flughafen Orly mit einem Rolls-Royce über die abgesperrte Pariser Prachtstraße Champs-Élysées. Am Triumphbogen wird das königliche Paar von Präsident Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte empfangen. Eigentlich sollte der Antrittsbesuch des neuen britischen Königs schon im März stattfinden, doch wegen der gewaltsamen Proteste gegen die Rentenreform wurde er verschoben. Die französisch-britischen Beziehungen waren in der jüngeren Vergangenheit von Streit geprägt gewesen. Seit dem Amtsantritt des britischen Premierministers Rishi Sunak hat sich das Verhältnis indes wieder verbessert. Der König und der Präsident legen am Grab des unbekannten Soldaten Blumen nieder und entfachen gemeinsam die Flamme. Am Abend ist ein Staatsbankett im prunkvollen Spiegelsaal von Schloss Versailles vorgesehen, was bei der Opposition bereits Kritik ausgelöst hat.